Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Privatsphäre. Wer im Publikum ist der Meinung, dass er ausreichend auf die Privatsphäre und seine eigenen Daten achtet? Hand hoch. Okay, ja. Ein Fünftel vielleicht, ja. Wer hier herinnen hat das Gefühl, er hat keine Kontrolle mehr über das, was über das ihn oder sie in der Cloud bekannt ist? Und ja, okay, da kommt schon die ersten hoch. Okay, also ein bisschen mehr, habe ich den Eindruck. Ja, wer herinnen hat das Gefühl, er braucht noch ein bisschen Motivation, dass er sich aufrafft, da ein bisschen was dagegen zu steuern? Wunderbar, genau, ihr seid richtig. Das ist ein allgemeiner Motivationsvortrag mit ein bisschen Horror-Stories, wobei das ist nur ein kleiner Teil von dem, was tatsächlich gemacht wird, und ein paar allgemeine Vorschläge meinerseits, wie man dem begegnet. Okay, ja. Also es geht bei digitaler Privatsphäre natürlich, also bei digitaler Selbstverteidigung in der Cloud, wie ich es genannt habe, hauptsächlich um Privatsphäre, als auch um Sicherheit, und die Themen werden ein bisschen vermischt. Meine ganzen Folien sind irgendwie so eine Mischung aus Kontrolle, Privatsphäre, Security, also das habe ich jetzt nicht fein säuberlich getrennt, weil das spielt alles irgendwie zusammen, habe ich das Gefühl. So, ich fange mit einem kleinen plakativen Beispiel an, das ich mir kurz nur ausgedacht habe und das sicherlich nicht vollständig ist, nämlich Meet Kate and the Granny Mobile. Also das ist ein Foto von Flickr in dem Fall, von einer Frau, die da ein Foto online gestellt hat, in die Cloud, wo man, das ist jetzt am Beamer nicht besonders gut ausschaut, wie sich, wo man sie mit ihrem Auto in einer Wohngegend sieht. So, man stelle sich vor, die Kate ist jetzt komplett neu in der Welt und stellt das Foto als einziges Artefakt jetzt ins Internet. Sonst nichts, nicht einmal ihren Namen, gar nichts, nur das Foto, ja, that's it. Was kann man jetzt theoretisch von einem Foto wie diesem ableiten? Und das ist jetzt nur ein kleiner Einblick von dem, was möglich wäre. Gemacht wird natürlich wesentlich mehr. Genau, ja, ich kann alles vorwegnehmen, ich komme ja dazu. Also das Offensichtliche vom Inhalt her ist, Facebook und Co. wird gleich mal anfangen, die Gesichtserkennungsalgorithmen, in denen sie Abermillionen von Dollar hineinstecken pro Jahr, loszufahren, um zu erkennen, ob ein anderer Benutzer dieses Bild schon mal getaggt hat, sprich mit dem Namen von der Kate versehen und allmöglichen Zusatzinformationen. Wenn man da einen Hit hat, dann weiß man eh schon quasi den kompletten Lebenslauf von der Kate. Man kann eben dann den Namen herausfinden, den sozialen Graph vom ganzen Facebook-Universum kann man updaten. Man kann mit den Geolocations da Address Assignment machen, das heißt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wohnt die dort oder der Fotograf und so weiter und so fort. So, das ist der Inhalt. Ja, jetzt komme ich aber relativ bald einmal vom Inhalt weg und gehe auf die Metadaten. Metadaten wird oft von den Geheimdiensten als, das sind ja nur Metadaten, die wir speichern, tituliert. Vorsicht, Metadaten sind es wirklich, wirklich Orge. Da kann man alles Mögliche rauslesen. Unter anderem natürlich über die GPS-Koordinaten, die bei so einem Foto oft mitgespeichert werden, bei modernen Kameras oder bei Fotokameras oder bei Handykameras sind die dabei. Da kann man dann zum Beispiel natürlich neben dem Offensichtlichen, nämlich der Position, wo das Foto gemacht worden ist, mit der Kate, die vielleicht schon namentlich bekannt ist, kann man ableiten, okay, das Foto, ist das in einer Wohngegend? Wenn das in einer Wohngegend ist, kann ich dann ableiten, die Kate, was verdient sie ungefähr, weil ich Daten kaufen kann, wo halt auf Adressen bezogen, Einkommen und so weiter schön anonymisiert, natürlich, zu kaufen ist. In dem Fall habe ich die Anonymisierung aufgehoben, weil ich eine Verbindung zu Personen habe. Also einerseits den Fotografen, andererseits die Personen, die erkannt werden. Ich weiß dann den Schuldenstand, in den USA ganz wichtig, von dem Haushalt höchstwahrscheinlich, weiß dann automatisch, was die Kate jetzt für einen Kontostand hat. Weil ich neben Einkommen auch die Schuldeninformationen auch kaufen kann und das natürlich alles verknüpfen kann mit ihnen. Ich weiß durch die politischen Einteilungen, wie sie wählt, höchstwahrscheinlich. Das ist alles mit Wahrscheinlichkeiten versehen, aber das ist alles, was man braucht. Und
falls dieses Auto halbwegs modernes ist und es ist zufälligerweise das einzige in der Nähe, gibt es natürlich auch Bewegungsprofile von Autos zu kaufen. Jedes moderne Auto, das etwas auf sich hält, hat bereits SIM-Karten eingebaut, das wissen die wenigsten Autobesitzer. Diese SIM-Karten verursachen Daten, teilweise auch Geolocations. Diese Profile kann man auch kaufen. Wenn man jetzt so ein anonymisiertes Profil kauft und dann eine Zuordnung hat, eine eindeutige, dann weiß er automatisch das Bewegungsprofil von der Kate oder vom Fotografen. Ganz leicht. Ich kann, wenn ich möchte, auch, wie sie schon genannt worden, optische Zeichenerkennung auf die Nummerntafel machen. Dann habe ich Carholder Assignment und kann dann viel mehr machen, als wie man sich überhaupt vorstellen kann. So, das sind die GPS-Koordinaten und das sind nur die ersten Dinge, die mir eingefallen sind. Da gibt es sicherlich noch mehr. Was dann noch dazu kommt, in den Metadaten von dem Foto ist dann auch das Kameramodell mit aufgespeichert. Ganz praktisch, weil ich weiß dann, wie alt ist das Modell. Ich weiß, wie lange solche Kameras im Schnitt gebraucht werden. Aufgrund dessen kann ich schließen, wann die Kate oder der Fotograf das nächste Mal seine Kamera neu kaufen möchte. Dann komme ich aufs Datum, wann das jetzt spruchreif wird. Ich glaube, ich sollte mir mal eine neue Digitalkamera kaufen. Dann kann ich natürlich wunderbar Targeted Marketing machen mit Online-Werbung überall, wo man hinkommt. Und weil ich ja schon weiß, was die Kate verdient, kann ich auch entsprechend Upselling machen und auf das nächste Level an Kamerapreisen hinziehen, was sie kauft. Und diese Dinge sind erstaunlich präzise. Okay? Und noch einmal, das ist jetzt ein einziges Foto, ohne einer Beschriftung, ohne gar nichts, wo ich all diese Sachen und noch viel mehr ableiten kann. Wenn ich jetzt hernehme ein Twitter-Profil oder ein brav gefülltes Facebook-Account mit, oder die ganzen Likes, die man anklickt, dann ergeben sich sehr, sehr schnell enorm exakte Profile. Also die wissen sexuelle Ausrichtung natürlich, genauso wie Wahlverhalten exakt, nicht nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, sondern exakt, ethnische Zugehörigkeit, eh klar und, also alles Mögliche, was man an sensiblen Daten sich vorstellen kann, wissen die Firmen. Und zwar nicht nur Facebook und Google, sondern das ist ein ganzes Universum an Firmen, von denen da wahrscheinlich niemand mehr jetzt weiter aufzählen könnte. Das sind Tausende, die mehr über jeden Einzelnen von uns Bescheid wissen, als wir selber über uns Bescheid wissen. Und das wird gegen uns eingesetzt, nicht nur für Werbung, die auf uns passt, weil das könnte man ja noch als Vorteil verstehen, sondern natürlich, es wird gegen uns eingesetzt, wenn es darum geht, Meinungen zu ändern. Also Facebook hat ja erst gestern oder so zugegeben, dass sie Leute manipulieren, politisch, weil sie dafür bezahlt werden und. Ich muss sagen, ich habe den Artikel noch nicht genau durchgelesen. Aber das war eigentlich eh schon klar, dass sie das machen. Und wir alle glauben nur von uns aus, wir sind nicht oder gegen diese Manipulation oder Werbung wirkt nicht. Aber in Wirklichkeit funktioniert das sehr gut. Werbung funktioniert, sonst würden nicht aber und aber Milliarden da hineinfließen. So, was ist jetzt ein kleiner Überblick an Gefahren oder Dingen, die uns im Internet begegnen? Da habe ich jetzt eine kurze Auflistung. Massenüberwachung. Seit Snowden ist es offiziell. Vorher war es halt nur die Geschichte von irgendeiner kleinen Minderheit, die an Verschwörungstheorien glauben. Inzwischen muss man schon sehr lange suchen, dass man Verschwörungstheorie findet, die nicht bereits schon in den Nachrichten als Faktum gehandelt wird. Mass-Surveillance ist deswegen so gefährlich, weil das wird einfach in die Breite automatisiert gemacht. Das ist bitte nicht, also diese Ausrede, ich bin nicht so unwichtig, für mich interessiert sich keiner, das ist vollkommen Schwachsinn, weil es ist keine Person, die uns überwacht, sondern Algorithmen. Und Algorithmen ist es egal, wer und wie viele, das wird all parallel gemacht. Österreich zum Beispiel ist eins der wenigen Länder, wo die komplette Internetkommunikation analysiert und abgespeichert wird. Sogar, wenn ich mich richtig erinnere, alle Inhalte, alle Telefonate, die nicht verschlüsselt sind. Wenn man sich überlegt, was man nicht schon alles am Telefon gesagt hat, geschweige denn natürlich unverschlüsselte E-Mails, geschweige denn Twitter und Facebook, das ist alles auf ewig irgendwo in einer Form abgespeichert, wegen der Massenüberwachung. Und Firmen können die Daten kaufen.
Targeted Surveillance, das ist untergeordnetes Problem, dagegen kann man quasi nichts machen. Also wenn man mal Zielgruppe Nummer 1 ist, weil zufällig der Pizzabote, von dem man vor 3 Monaten eine Pizza geliefert bekommen hat, mich angerufen hat, um nochmal nachzufragen, wie er meine Adresse findet, und der ist zufällig bekannt mit jemandem, der in Terrorismusverdacht besteht, bin ich Zielperson Nummer 1, und dann kann sein, dass ein Team auf mich angesetzt wird, wenn nicht andere Dinge auch zutreffen, und gegen das kann niemand irgendwas machen. Also vollkommen egal, auf welchem Level an Sicherheit oder Paranoia man unterwegs ist, wenn wirklich ein Team von Geheimdienstmitarbeitern, von fähigen Geheimdiensten auf einen angesetzt ist, da muss man gar nicht drüber diskutieren, die sind drinnen. Aber das ist halt natürlich ein untergeordnetes Problem, weil das ist aufwendig und das passiert hoffentlich nicht so oft. Das, was mir persönlich am wichtigsten ist, ist, wenn eben all diese Daten, die über uns in der Cloud und bei Firmen und was auch immer gesammelt werden, ausgearbeitet werden, interpretiert werden, und das wird dann, oder sie werden zusammengefasst und das wird weiterverkauft und das wird dann von Firmen interpretiert. Klassisches Beispiel, habe ich schon öfters erwähnt, jemand von uns hat ein paar Freunde, die auf Facebook die Fallschirmspringen machen. Wenn ich jedem die als Freund hinzugefügt habe, wird bei Facebook automatisch abgeleitet, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ich selbst auch Extremsport betreibe, obwohl ich das nirgends behauptet habe. Und deswegen bekommt man schon automatisch bei der Lebensversicherung die 3 günstigsten Tarife niemals zur Auswahl. Das kann jetzt vollkommen falsch sein, ja? Aber man hat keine Chance, dass man das nachfragt, dass man draufkommt, dass das so ist. Man hat nur die Auswirkung, ich bekomme keine oder nur die teuersten Lebensversicherungen. Aufgrund von falschen Daten. Nicht einmal der Versicherungsverkäufer selber weiß das, weil der kriegt dann auch nur Auswertung von seinem Computer. Und so weiter und so fort. Also es betrifft wirklich an jeden und es kostet. Falsche Ableitungen von irgendwelchen Daten. Wir alle sind davon betroffen, keiner kann es überprüfen, keiner kann das einsehen. Keiner kommt drauf wahrscheinlich. Auch sehr beliebt in den Medien, irgendwelche Leaks, irgendwelche Datensätze, die halt an die Öffentlichkeit kommen. Ganz peinlich ist natürlich, wenn irgendwelche Sexfirmen ihre Kundendatenbanken verlieren, da kann man auch beliebiges ableiten. Oder die komplette Browser-Historie, wer bis letzten Sommer, hoffentlich nur bis letzten Sommer, das Security-Browser-Plugin Web of Trust eingesetzt hat, hat seine komplette Surf-Historie verloren für die Zeit, wo er das Plugin eingesetzt hat. Und in diesem Datensatz kann man bitte Politiker, Polizisten, alles Mögliche herausholen und sie damit erpressen. In dem Datensatz kann man eindeutig sexuelle Vorlieben, irgendwelche schweren Krankheiten, fragwürdige Hobbys und so weiter herauslesen von allen Leuten, die dieses Browser-Plugin installiert gehabt haben, die auf Sicherheit Wert legen. Ja? Leaks ist gefährlich. Human Error, natürlich kann man sich selbst Daten löschen, man kann aber auch betroffen werden, wenn jemand bei Google oder Amazon, war vor kurzem auch wieder der Fall, einen Fehler macht in Ansible und plötzlich ist ein ganzes Rechenzentrum offline. Offline ist eh noch das Beste, wenn es gelöscht ist, ist es das Schlechteste, und die Daten sind weg. Es gibt zahlreiche Berichte von zahlreichen Accounts, die in der Cloud einfach alle ihre Daten auf Anschlag verloren haben, weil sie auch im Backup dann gelöscht worden sind oder keine Ahnung. Data Loss kommt da rein. Security Issues kennt ja jeder von uns, sage ich nicht so viel, Phishing, Ransomware, Malware. Das, was ich am wichtigsten, am wesentlichsten finde, ist das da. Massenüberwachung, dagegen kann man sich nicht wehren, das passiert. Alles, was unseren Rechner verlässt, wird irgendwo aufgezeichnet, interpretiert. Falsche Ableitungen von diesen Daten, die von uns preisgegeben sind, fürchterlich. Aus besagten Gründen habe ich schon darüber geredet. Human Error, das wird wahrscheinlich bleiben. Das sind meiner Meinung nach die wichtigsten von der Liste. Was man dazu sagen muss, wir sind voll abhängig von amerikanischen Firmen. Die ganze Cloud, wie man sie kennt, kommt alles von amerikanischen Firmen. Und da ist ein Aspekt, der in der Diskussion meiner Meinung nach immer untergeht, der selten genannt wird, folgender, super kann man das lesen am Beamer, also da steht Science-Based Decision Making, das klingt super, ja, Science-Based Decision Making, wer möchte das nicht haben?
Was sich dahinter verbirgt, ist etwas anderes, nämlich ich werfe ein Produkt auf den Markt und dann, wenn Kunden draufkommen, dass das sie tötet oder schlecht ist, dann dürfen die mich verklagen. So funktioniert der amerikanische Markt. Science-based Decision-Making. Ich lasse alles zu, ich reglementiere fast nichts, ich lasse alles zu und wenn es halt schlecht ausgeht, dann regelt das der Markt von sich. Wir alle wissen, wie das in der Praxis funktioniert. Versus das andere Prinzip, was die EU hauptsächlich hat, ist das Precautionary Principle. Sprich, ein Hersteller von einem Gerät muss beweisen, dass wenn man das Gerät in Betrieb nimmt, nicht an einem Stromschlag stirbt. Das ist für die Amerikaner fürchterlich, weil, oh Gott, Reglementierungen und alles, was halt solche Reglementierungen betrifft, hindert die Wirtschaft am Leben. Und das ist Nummer eins für die. Freie Marktwirtschaft und so weiter und so fort. Die sind das einfach von Grund auf gewohnt. Aus diesem Hintergrund heraus verstehen wir dann anders das Verhalten von Cloud-Firmen, die eben einfach alles machen, was sie glauben. Und wenn es eben jemanden stört, wird man ja eh verklagt. Ich meine, inwiefern jemand in Österreich Firmen wie Google oder Facebook oder sonst was verklagt haben, das stelle ich jetzt mal in den Raum. Ist natürlich schon passiert, war auch erfolgreich, aber ich würde sagen, das wird nicht jeder durchstehen und durchdrücken. Ja, sollte man im Hinterkopf behalten. Bei denen wird einmal alles gemacht und wenn es halt nicht funktioniert, dann mal im Nachhinein aufräumen. Wie kann man denn jetzt begegnen? Eins der Dinge, wie man dem begegnet, ist einmal der Tool-Ansatz. Ja, das ist super bequem, ich wähle mir einfach einen anderen Browser und dann bin ich sicher. Ja? Dann kann ich wieder alles machen wie vorher und wow, toll. Ich installiere mir eine Anti-Malware-Software und dann kann ich auf jedes E-Mail draufgehen. Tut es nicht. Es gibt Sicherheitsexperten, die sagen, ein Computer ohne Anti-Malware-Software, ohne Virenscanner, ist sicherer als wie einer mit. Es gibt zahlreiche Beispiele, die das unterstreichen. So, was haben wir da? Operating Systems. Die Paranoia-Anhänger unter uns haben Betriebssysteme am Laufen, wie zum Beispiel Tails, das ist so ein hochsicheres Linux, das man von USB-Stick bootet und keine Spuren am Rechner, wo sie laufen, hinterlassen. Interessant für Leute, die eben auf den Rechnern, wo sie sitzen, ja nichts hinterlassen dürfen, kein Cache, keine Webseitenbesuche und so weiter und so fort. Tails, CubesOS, das ist ein Linux-basiertes Betriebssystem, was pro Applikationsgruppen, also was weiß ich, für Netbanking, wird ein eigenes Betriebssystem geschwind hochgefahren für den einen Browser und wenn man den Browser wieder schließt, wird das eine Betriebssystem wieder geschlossen. Ja? Und für Bildverarbeitung wird auch ein eigenes Betriebssystem im Hintergrund, das merkt man gar nicht, das ist technisch recht aufwendig und kapselt die Anwendungen voneinander ab. Das ist ziemlich eine coole Geschichte. Das Snowden verwendet zum Beispiel CubesOS. Auf kleinerer Ebene, also das ist kein Betriebssystem, sondern das ist nur ein Programm, was ich vor kurzem auch erst entdeckt habe, FireJail, das ist ein kleines Programm, mit dem man mit Linux-Hausmitteln sowas wie einen Browser starten kann und dann die Zugriffe auf Dateisystem oder was weiß ich, wenn ich zum Beispiel mein Passwort speichere, also mein Passwort-Safe öffne, dann kann ich dem das Internet wegnehmen, der einen Applikation, was Sinn macht, weil das brauche ich nur lokal und und. Also da kann man sich herumspielen. FireJail finde ich einen coolen Ansatz für diejenigen, die das auf einem leichteren Level machen wollen. Dann gibt es natürlich, wie schon gesagt, den Browser-Ansatz. Browser ist ein sehr wichtiges Mittel, um aufs Internet zuzugreifen. Aus dem Grund gibt es mehrere Ansätze. Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Deswegen muss man das immer mit Vorsicht genießen. Das ist jetzt alles, was ich sage. So, der ganze Vortrag ist meine persönliche Meinung und da gibt es durchaus valide andere Meinungen. Da muss man halt im Gespräch drauf kommen, aus welchem Blickwinkel und so weiter man die ganze Geschichte betrachten kann. Ich persönlich habe den Firefox als Hauptbrowser, aber Chromium als auch Iridium Browser, was eben, also Chromium ist ein Chrome, der weniger noch zu Google heim sendet. Und der Iridium Browser, ist ein Chromium, der noch weniger zu Google nach Hause sendet. Die kann man wählen als moderne Plattform. Also die zwei da sind vielleicht ein bisschen moderner wie der da, wobei viel schenken sie sich nicht. Meine Empfehlungen an Browser-Plugins, die zumindest auf einem Rechner sein sollen, sind uBlock Origin als Adblocker,
Nicht, weil ich keine Werbung sehen möchte, sondern weil Werbung, also angezeigte Werbung, eines der Haupttüren ist, wie Malware auf einen Rechner kommt. Das ist ein Sicherheitsfeature, kein Bequemlichkeitsfeature, sondern ein Sicherheitsfeature. Früher war es immer Adblock Plus, der dauernd empfohlen worden ist. Nur Adblock Plus ist leider Gottes, manche sagen, er ist böse geworden. Sie haben zumindest fragwürdige Entscheidungen gefällt in der Vergangenheit. Deswegen uBlock Origin ist sogar Open Source, gibt es auf allen großen Browsern als Plugin zu installieren. Meine Empfehlung. Daneben gibt es Ghostery. Ghostery ist eine Erweiterung, die eine Reihe von bekannten Trackern blockiert. Tracker sind kleine Code-Schnipsel, die in Webseiten eingebunden werden, die euer Surfverhalten in dieses Content-Netzwerk, das hinter dem sichtbaren Internet steht und alles, was ihr konsumiert, aufzeichnet. Das wird hier geblockt. Natürlich nicht 100%, nur die bekannten Tracker, aber wenn ihr mit Ghostery auf Webseiten herumsurft und ihr seht 153 Tracker auf dieser einen Seite geblockt, dann kann man sich schon vorstellen, was passiert, wenn man solche Tools nicht verwendet. Es ist keine Garantie, aber es ist besser. Wenn jemand von euch leidensfähig genug ist, dann kann ich empfehlen, NoScript, das dreht einmal alles, was JavaScript und aktiver Inhalt ist, ab. Dadurch funktionieren tolle, moderne Webseiten oft nicht mehr, in Abhängigkeit von tollen, fähigen Webdesigner dahinter. Aber man kann dann Schritt für Schritt Skripte und Webseiten freischalten. Ja? Also ich persönlich surf damit. Alles ist einmal, was aktiver Inhalt ist, also sprich Programme, die die Webseite auf meinem Browser ausführen möchte, das ist einmal by default untersagt. Und wenn es notwendig ist, um dass ich die notwendige Information eben herauskritzel, dass mein Video funktioniert, dass ich das Menü eingeblendet bekomme zum Navigieren, dann überlege ich mir ganz genau, was davon ich freischalte. Und das Tolle ist, man sieht, wenn man mit so einer Erweiterung braust, wie viele Fremdskripte auf einer Webseite eigentlich ausgeführt werden. Sprich, ich gehe zu, oh Gott, ich mache jetzt irgendein Beispiel, es wird wahrscheinlich nicht stimmen, ich gehe zu Amazon und sehe, dass nicht nur Amazon Programme in meinem Browser ausführen möchte, sondern auch fünf andere Partnerfirmen. Die fünf anderen Partnerfirmen, also denen vertraue ich schon mal geringer wie Amazon. Das heißt, ich kann hier gezielt die Amazon-Skripte freischalten. Probiert es an, ihr könnt es auch wieder deinstallieren, wenn es zu aufwendig wird. Mir ist es das wert. So, das sind die Dinge, die ich empfehle für den täglichen Gebrauch. Natürlich wird man trotzdem damit getrackt, natürlich ist man damit nicht anonym unterwegs und mit jedem Installieren von einer Erweiterung wird das Aussehen von meinem Browser eindeutiger. Sprich, schon allein durch die Menge der installierten Schriftarten, meiner Bildschirmauflösung, der Browserkennung und der Plugins kann eine Webseite mich wiedererkennen. Egal, ob ich dort einen Account habe oder nicht. Weil wenn mein Browser in der Welt eindeutig ist, mit Bildschirmauflösung, Betriebssystem und so weiter und so fort, dann ist es ganz klar, dass es nur ich sein kann, der dort wieder auf die Webseite kommt. Deswegen gibt es Leute, die sagen, ja, keine Plugins installieren, weil dann ist man komplett wiedererkannt. Meine Strategie ist, fürs 0815 Browsen nehme ich an Firefox mit den drei Erweiterungen. Und wenn es mir aber bewusst darum geht, dass ich anonym bin, dass niemand nachvollziehen kann, dass ich das bin, der die Seite ansurft, wenn ich will, dass das besonders abgesichert ist und, dann wähle ich entweder den Tor-Browser oder auch ein bekanntes Projekt aus Graz, wo es auch, ich weiß gar nicht, haben die heute einen Vortrag, ich glaube heute haben sie keinen Vortrag, was jetzt denn, Privacy Machine, das ist ein Browser, der darauf optimiert wird, möglichst wenig Fingerabdruck zu hinterlassen, wo man anonym surfen kann. Okay? Also die zwei. Bitte? Warum ich die nicht immer verwende, ist, weil es kann Sinn machen, wenn ich in meinen Amazon-Account einsteige, um dort etwas zu bestellen, dass ich das anonym mache. Also jede Webseite,
jede Webseite, wo ich einen Benutzer-Account habe, es sei denn, ich habe sie ausschließlich über den Tor-Browser erstellt, dann ist es was anderes. Aber wenn ich das eh am Handy habe und so über den Surfen da von der Firma aus, dann ist das sinnlos. Außerdem ist mit dem Tor-Browser-Surfen ein bisschen eine fade Geschichte, weil es langsam ist. Leider, vom Prinzip her. Okay, aber das ist jetzt eine eigene Diskussion für sich. Meine Tool-Empfehlung. Ja? Nein, ich kenne nicht alle Browser, das ist mehr oder weniger alles, was ich kenne. Zum Thema Firefox, ja. Wie heißt der? Klicks. C-L-I-Q-Z. Okay. Ja, nein, es gibt da wahrscheinlich hunderte in die Richtung. Der ist ja auch nur abgeleiteter Browser. Da gibt es viele Ansätze. Muss ich mal anschauen. So, das war Browser, vorher Betriebssystem, jetzt Browser, jetzt kommen wir auf die Kommunikationsebene. KnuPG für verschlüsselte E-Mails. Jedes E-Mail, falls noch nicht bekannt ist, jedes unverschlüsselte E-Mails hat Postkartencharakter. Sprich, wenn ich jemandem eine E-Mail schicke, dann kann jeder im Internet, den es interessiert, dieses E-Mail mitlesen. Das kann man automatisieren. Das sollte niemanden hier mehr überraschen. Wenn man den Inhalt schützen möchte, dann muss man es verschlüsseln. Und das System, was am etabliertesten ist, ist KnuPG. Dazu gibt es eigene Vorträge, dazu gibt es eigene Kurse. Das würde jetzt zu weit gehen. Auf mobiler Kommunikation hat sich etabliert, Gott sei Dank, schon eine ganze Verwandtschaft verwendet das, ohne dass ich da groß irgendwie Werbung gemacht hätte. Signal. Früher hat das einmal Text Secure geheißen. Auf iOS glaube ich schon früher Signal und dann ist es irgendwie so vereint worden. Inzwischen kann man auch drüber verschlüsselt telefonieren. Das ist quasi ein Ersatz für SMS, WhatsApp und inzwischen durch das Telefonieren auch fürs Telefonieren. Das geht dann alles über die Datenverbindung. Also damit kann man zwar optional unverschlüsselte SMS weiter hinschicken, aber wenn man es ganz normal verwendet, dann werden hochsicher verschlüsselte, end-to-end verschlüsselte Nachrichten von A nach B verschickt, auch an Gruppen, auch mit lustigen animierten GIFs, wobei das eher nervig ist teilweise, und so weiter und so fort. Und wer einen Überblick über alle möglichen Messaging-Systeme haben möchte, die als sicher gelten, der sollte mal auf dieser Webseite vorbeischauen, da hat die Electronic Frontier Foundation, na, wie heißt das? Ja, danke. Eine Übersicht, welche Messaging-Systeme in welcher Art und Weise als sicher gelten. Das ist zwar in der ersten Version veraltet, sie arbeiten gerade an der zweiten, nur die erste Version kann man noch immer anschauen. So, Communication. Ein anderes Ding, was ich empfehle, Google ist praktisch, Internet ist sinnlos ohne eine Suchmaschine, das sieht dann jeder ein, aber man kann auch hier sich etwas mehr zurücknehmen, indem man zum Beispiel seine Standardsuchmaschine in den Browser umstellt auf Seiten wie startpage.com oder xquick oder DuckDuckGo. Ich persönlich habe jetzt Startpage, ich habe auch schon mal DuckDuckGo verwendet. Probiert es selber aus. Wichtig ist nur, du kannst die Standardsuchmaschine ändern, weil sonst verwendest du die ganze Zeit wieder Google. Startpage hat im Hintergrund auch Google, nur halt nicht personalisiert. Was mich jetzt bis jetzt nicht großartig gestört hat. Umstellen, ausprobieren. Und so weiter und so fort. Also dieser Ansatz, ich verwende ein anderes Werkzeug und dann ist das Ding sicher. Den kann man unendlich fortsetzen. Und jeder von euch wird wahrscheinlich 5, 6 andere Vorschläge haben, die alle gut sind, aber ich würde mich jetzt eher auf das große Ganze beschränken mit der restlichen Zeit, die ich zur Verfügung habe, und so die generelle Idee, die meiner Meinung nach sich etablieren sollte, ein bisschen verbreiten. Nämlich, man sollte bereit sein, etwas Bequemlichkeit weniger zu haben, dafür man etwas mehr Sicherheit oder Privatsphäre gewinnen kann. Das Dumme ist, Sicherheit und Privatsphäre ist nicht etwas, was man sofort als Zuckerl vor die Nase gelegt bekommt, wenn man mehr davon hat. Das merkt man erst viel später oder nie. Das Blöde ist auf der anderen Seite, alles was man jetzt an Unsicherheit betreibt und Daten, private Daten in die Cloud und so weiter gelangen, das kann man nie wieder rückgängig machen.
machen. Da gibt es kein Undo. Das, was einmal weg ist und wo gespeichert wird, ist auf ewig außerhalb meines Bereiches, wo ich es wieder zurückholen kann. Das ist so. Das heißt, wenn ich die Cloud umarmt habe und ich habe Facebook gefüttert und auf jeden Like-Button geklickt, den ich gesehen habe, und ich höre jetzt auf, ja, das zu machen, dann profitiere ich vielleicht, sagen wir mal, in 5 bis 10 Jahren davon, weil dann inzwischen mein Profil, das jetzt hochdetailliert ist, einfach ein bisschen älter ist. Ja. Das wird vielleicht meinen grundsätzlichen Einstellungen noch immer entsprechen, aber es ist halt ein bisschen ein älteres Profil, aber hochdetailliert. Also, dann, ein jeder, und ich hoffe, ich spreche jetzt nicht nur die Geeks unter uns an, ein jeder Computerbenutzer, und wer ist kein Computerbenutzer, sollte von sich aus den Drang verspüren, etwas über das Ding, was er verwendet, zumindest in einem minimalen Umfang Bescheid wissen. Ein jeder. Meine Eltern, meine Tanten, ein jeder. Okay? Die Schule kann es vergessen, die Schule versagt da meiner Meinung nach, jetzt was man den Pflichtteil hernimmt, komplett. Ja? Wenn man nicht einen engagierten Lehrer hat, von dem es Gott sei Dank sehr viele gibt, aber das ist leider nicht flächendeckend und schon lange nicht vorgeschrieben, versagt die Schulausbildung komplett. Wenn nicht zufällig ein engagierter Lehrer drin sitzt oder ein Schüler, der schon mal ein Riesenproblem gehabt hat, dann gelangt es nicht in breiten wirksamen Gehirne von den Schülern. Abgesehen davon, dass die das in ihrem Alter wahrscheinlich noch nicht so nachvollziehen können, welche Auswirkungen das langfristig hat. Dann, ja, keep on learning, stay hungry. Immer dazulernen, immer schauen, okay, da ist jetzt eine neue Webseite, was für Auswirkungen hat das, wenn ich die mit meinen Daten befüttere? Was ist für Firma dahinter? Will ich das eher nicht? Gibt es Alternativen? Keep your own computer safe. Ich hoffe, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich hatte allerdings schon zu viele Begegnungen mit Leuten, die sagen, eben dieses blöde Argument, ich bin zu unwichtig, als dass sich irgendjemand für meinen Rechner interessieren sollte. Mein Standardbeispiel, das ich da immer nenne, viel Spaß, wenn einmal das BKA vor der Tür steht und sagt, über Ihren Rechner wurden Kinderpornos verteilt, Sie kommen jetzt für 15 Jahre mit uns leider mit. Da möchte ich sehen, wie diese Personen das Gegenargument aufbringen. Ich habe mich einfach nur nicht über die Sicherheit von meinem Computer gekümmert, das hat wer anderer gemacht, ich schwöre. Aber auch aus 100.000 anderen Gründen ist es wichtig, ja? Nicht nur wegen Kindergartens. Da habe ich schon gesagt, out of your safe computer, out of control. Ihr habt keine Ahnung, dass das interpretiert ist, wird, weiterverkauft wird, gegen euch verwendet wird. Ihr wisst es nicht, ihr wisst nicht einmal, wer das in die Finger bekommt, wer das liest. Das ist vielleicht eines der wichtigsten Dinge. Entscheidungen für einen Service, Entscheidungen für ein Betriebssystem, Entscheidungen für ein Programm bewusst machen. Eins meiner großen Steckenpferde überhaupt ist Personal Information Management. Die eine oder der andere, der schon in meinen Vorträgen was weiß, dass man das sehr, sehr, sehr stark treibt. Ich kann zwar kein Geld damit machen, aber ich versuche zumindest Bewusstsein und, zu schaffen und Informationen weiterzugeben. Das hat nicht nur mit Privatsphäre und Sicherheit zu tun, sondern das sollte man allgemein machen. Ich nehme nicht auf irgendein Werkzeug, das vielleicht vorinstalliert ist, und befülle das einmal mit meinen Fotos, wie zum Beispiel, Standardbeispiel bei mir ist, Apple hat ein erstklassiges Produkt, Fotos zu verwalten, das heißt iPhoto. Das Blöde ist halt nur, wenn man 5 Jahre später drauf kommt, dass man dann doch wieder auf einen Windows-Rechner wechselt, hat man das Problem, dass die ganzen Metainformationen, Beschriftungen, Nachbearbeitungen, man nicht mehr gescheiter rauskriegt. Man verliert quasi 5 Jahre lang alles, was man in Foto investiert hat. Oder solange man das verwendet hat. Das Programm, ich finde, ist super gut gelungen, es hat tolle Funktionen, aber schon auch das, dass ich die Daten nie wieder rauskriege, ist für mich ein No-Go, dass ich das Ding auch für nur 5 Sekunden verwende oder ein einziges Foto reingebe. Oder Microsoft OneNote, geiles Programm für Personal Information Management, aber die Daten kriegt man nicht gescheit wieder raus. No-Go. So, generell vom System her bevorzuge ich dezentralisierte oder föderierte Systeme zu zentralisierten Systemen. Ein zentralisiertes System ist zum Beispiel
die ganzen klassischen Clouds, Google und so weiter und so fort. Wenn Google einmal bankrott macht, ist YouTube offline, gibt es keine Hangouts mehr, danke, und so weiter und so fort. Das ist noch halbwegs bewusst, ja. Es gibt Alternativen, die sind dezentral, sprich, ich habe eine eigene Instanz und die arbeitet für sich und die kann mit anderen Instanzen arbeiten. Ja, also Twitter-Alternativen gibt es da ein paar, wo man sein eigenes Twitter hat und dann wird halt, also es heißt dann nicht Twitter, es ist nur so was Ähnliches und dann werden Nachrichten hin und her geschickt oder föderiert. Ein ganz klassisches Beispiel, was so ein System ist, das nach wie vor super funktioniert, ist das E-Mail-System. Es gibt nicht in der Welt einen einzigen E-Mail-Anbieter und da gehen alle E-Mails hin und von dort werden sie zugestellt, sondern meine E-Mails gehen zu meinem Mail-Provider, der Mail-Provider hat vielleicht noch ein paar Zwischenhops, wahrscheinlich in der Praxis nicht mehr, und stellt das an den Ziel-Mail-Client, Mail-Server zu und von dort tut der Adressat sein E-Mail lesen, das ich ihm schicke. Das ist ein verteiltes System, das funktioniert super, das skaliert auch besser und wenn jetzt ein Mail-Server eingeht in der Welt, kratzt das alle anderen überhaupt nicht. Okay? Aber witzigerweise, bei cloud-basierten Lösungen stört uns das offensichtlich überhaupt nicht. Man muss sich nur vorstellen, was das bedeutet, wenn Google in 10 Jahren plötzlich nicht mehr da ist. Was da alles verloren geht. Schon die ganze Information an YouTube, weil da haben sie mehr oder weniger ein Monopol. Alle videobasierte Informationen liegt bei YouTube. Wenn das einmal offline ist, haben wir ein schwarzes Loch in der Geschichte. So. Prefer Open Source Software, alles was Sicherheit betrifft, muss Open Source sein, weil nur da existiert die theoretische Möglichkeit, dass es sicher ist. Weil wenn etwas nicht Open Source ist, dann kann man nicht nachschauen, dann muss man zu 100% den Hersteller vertrauen. Und wer vertraut schon zu 100% jemanden, der mit mir Geld verdienen möchte? Vor allem, wenn ich sogar das Produkt bin und nicht einmal was zahlen muss. Das heißt, wenn man nur den Anspruch erheben möchte, sicher zu sein, dann geht das nicht ohne Open Source und etablierte Standards, die von anderen Leuten, die gescheiter sind wie ich, überprüft werden können. Niemand von uns würde ein Auto kaufen, wo die Motorhaube zugeschweißt ist. Nicht, weil jeder von uns ein Automechaniker ist, sondern weil ich die Möglichkeit haben möchte, mit meinem Auto zu einer beliebigen Mechanikerwerkstätte zu fahren, um dort einen Profi reinschauen zu lassen. Das ist der Unterschied. Data Minimization, ich bin das absolute Gegenteil, ich lösche nie was, allerdings ich habe halt die ganzen Daten auch lokal. Aber man kann natürlich auch schauen, dass man seinen digitalen Footprint möglichst minimal hat. Man schaut, dass man halt alles, was nicht notwendig ist, nicht irgendwo hingibt. Ja. Interessanterweise, wenn wieder mal so eine Volkszählung ansteht, dann wird darüber diskutiert, muss ich jetzt mein Religionsbekenntnis angeben oder nicht, das ist in den Nachrichten, alles mögliche. Ja. Aber wenn irgendwas online ist, ja, und da steht halt Religionszugehörigkeit, sexuelle Vorlieben und sonst was, da finden Sie garantiert die Mehrheit der Leute, die das brav alles ausfüllen. Also das kapiere ich nicht so ganz, wieso auf der einen Seite sich die Leute so aufregen, wo es fast wurscht ist, versteht es schon, und auf der anderen Seite bereitwillig alles hergeben, wo es jemand fragt. Da hinten war eine Frage. Also wenn der Kern zu mir kommt, dann gibt es ja. Ja, genau. Ja, ich würde wahrscheinlich keine Vorstellung mehr geben, weil ich weiß, wo die Kids erzählen. Okay, ja. Dann gibt es sicherlich andere Beispiele, wenn es die Volkszählung nicht mehr geben wird. Encrypt Data. Wichtig ist, lernt damit umzugehen, das ist wirklich für jeden lernbar, da gibt es keine Ausrede, Daten zu verschlüsseln und nicht nur dort, wo sie gespeichert wird, sondern auch dort, wo sie übertragen wird, End-zu-End-Verschlüsselung und so weiter, weil da wird es abgegriffen und das kann gestohlen werden oder auch abgegriffen. Und bei Storage bitte vergesst es nicht auf die Backup-Medien. Backup-Medien können genauso verschlüsselt, teilweise auch USB-Sticks, je nachdem, was man halt drauf spielt. So, das sind so die generellen Dinge. Ihr seht schon, da kommt kein einziger Produktname vor von einem Open Source Produkt oder sonst was. Wenn man das da befolgt, ist man schon relativ weit. Und ich finde das durchaus wichtig, wenn man Wert drauf legen möchte. Was natürlich unsere größten Chancen sind, ist, wenn man diese Idee in die Schülerköpfe einbringt,
bevor sie anfangen, groß das Internet mit hochsensiblen Daten zu befüllen, bevor sie überhaupt überreißen, was das für negative Auswirkungen ein Leben lang für sie bedeuten könnte, sollte man ihnen erst einmal zumindest einmal erklären. Nicht nur das, sondern auch andere Dinge. Wir brauchen da ein bisschen ein besseres System in der Ausbildung. Wir haben momentan das viel zu wenig standardmäßig breitenwirksam übermittelt. Das, was ich euch heute erzähle, sollte eigentlich nur nah für jeden von unseren Alter sein, weil man das hat man in der Schule gelernt. Wer davon hat das in der Schule gelernt? Hand hoch. Okay, nicht einmal eine Hand. Eine Hand. Wow, du hast sicher einen super Lehrer gehabt. Also, da fehlt es. Ich bin der Meinung, wir in Europa, das ist jetzt unsere Chance in Europa, wir sollen nicht immer der US-Industrie nachlaufen und genau das Gleiche probieren, was die schon gemacht haben und wo sie schon Marktführer sind, sondern wir sollen uns darauf konzentrieren, dass wir einen Gegenpol dazu finden. Ich bin persönlich absolut davon überzeugt, dass hier ein Riesenmarkt besteht an Cloud-Lösungen, wenn man so will, wo auf Privatsphäre und Sicherheit Rücksicht genommen wird, sodass selbst ein amerikanischer Geheimdienst, die wirklich gut drauf sind, dort nicht hinkommt, womöglich. Dass Abschottungen bestehen, dass man die Möglichkeit hat, Daten mit einem Ablaufdatum zu versehen und die sind dann wirklich weg, auch vom Backup und. Also, das ist jetzt viel zu wenig, was ich da formulieren könnte. Wir versäumen da gerade ziemlich sehr viele Chancen, indem wir immer der US-Industrie nachlaufen, anstatt dass wir eigene, innovative, neue Ansätze entwickeln. In Europa gibt es so gut wie keine nennenswerte Softwareindustrie, die groß und weltweit bekannt ist, neben, was weiß ich, SAP vielleicht und, weiß nicht, fällt noch jemand was ein? Siemens, ja, wobei, das ist nichts für Endkunden. Zumindest nicht direkt. Und für Firmenentscheider, meiner Meinung nach, die Frage Make or Buy wird immer aufs Geld hinuntergedrückt. Ja? Da wird entschieden, was kostet uns das langfristig, was ist der Return of Invest auf 2 oder 3 Jahre, was für Know-how erspare ich mir anzustellen, wenn ich alles in die Cloud auslage und so weiter. Ich finde, das ist extrem kurzsichtig gedacht. Erstens einmal finde ich es schade, dass immer mehr Firmen in die Cloud auslagern, weil sie ganz einfach Know-how verlieren. Weil wenn jemand seine komplette Infrastruktur in der Cloud betreibt, brauche ich niemanden, der sich mit Infrastruktur auskennt, außer mit dem Webinterface von dem Cloud-Anbieter. Das heißt, wenn der Cloud-Anbieter mal nicht mehr so opportun ist, habe ich nicht einmal mehr die Option, dass ich es selber mache, weil wir so von heute auf morgen lauter Spezialisten anheuern, die mir die perfekte Infrastruktur wieder neu von Null weg aufbauen. Das geht nicht. Sicherheit, Privatsphäre und so weiter und so fort. It's not just about money. Make or buy, da ist sehr viel dahinter. Natürlich, auch Geld ist wichtig, ist klar. Wenn eine Firma unnötig Geld verbrät, weil sie halt 37 Admins anstellen, um einen Webserver am Leben zu laufen zu lassen, dann haben sie aber schon vorher was falsch gemacht. Vielleicht könnte man da auch was optimieren. So, das war es auch schon. Ich hoffe, es war nicht zu schnell. Ich habe noch eine Folie gestern reingedrückt, das hat es ein bisschen eng gemacht. Aber das waren jetzt die Punkte, was ich versuchen wollte zu transportieren. Zuerst ein bisschen Motivation mit ein bisschen Horrorgeschichten, was nicht alles gemacht wird. Und noch einmal, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was wirklich ausgewertet und verkauft wird. Und dann habe ich versucht, die generellen Ideen, die ich für wichtig finde, ein bisschen zu erklären, sodass man auch unabhängig von irgendwelchen Tool-Empfehlungen bewusste Entscheidungen in Richtung mehr Eigenständigkeit, Privatsphäre und Sicherheit machen kann. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.